Hallo und herzlich willkommen zurück bei Super Mario World für den SNES. Wir müssen als nächstes in das Geisterhaus und holen uns dafür erstmal ein paar Federn, denn rein zufällig kamen da so ein paar Informationen über das Level wieder hoch in mir. Auch ich kann mich ja mal erinnern. Und ja, das Level habe ich kurz mal gespielt vor... Ne? Weiß nicht wann, 738 Jahren oder so. Ah, 738, das könnte schon hinkommen, ja. Doch. Oh, ich hasse diese Baseball-Fuzis. Ich hasse sie einfach. Ich hasse sie so unfassbar doll. Das ist schon nicht mehr schön. Das war natürlich auch jetzt... Richtig super! Ja, manchmal glaube ich schon, dass ich es einfach drauf habe. Gib mir das. Nein, nein, ah, wo kam der Ball her? Spuck! Diese Blumen sind auch irgendwie echt nichts wirklich Schönes, ne? Eigentlich mag ich Blumen ja so ein bisschen ab und zu. Aber die hier, also wirklich nicht. So. Was? Warum? Ich war noch am Blinken, du alte Scheiße. Nein! Ja, also mein Können in diesem Spiel ist wirklich nicht das Allerfeinste. Ich sollte es, glaube ich, auch wirklich mal umbenennen in Let's Fail Super Mario. Das muss ich jetzt verarschen. Na gut, dann holen wir uns halt noch eine Feder. Ich weiß nämlich gar nicht, ob man in der Burg welche bekommt. Ich glaube nicht. Aber wir haben es ja, ne? Irgendwann werde ich es auch noch schaffen. Und dann wahrscheinlich trotzdem total failen da drin. Ich kenne mich ja. Gib mir das. So. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe. Das ist sehr gut. Ich dachte, man müsste dafür eigentlich schnell rennen, um überhaupt fliegen zu können, aber das habe ich doch gerade gar nicht. Ich bin so ein Profi einfach, das ist der helle Wahnsinn auch. Ich hasse dieses Spiel langsam. Ach, ist das schön, das geht mir so auf den Sack langsam. Wir sind hier drin auch, glaube ich, gerade 28 Grad wieder, weil, ja, eigentlich sollte diese beknackte Hitze ja mittlerweile mal vorbei sein, aber... Ja, der Wetterfrosch meint ja, komm, so am 5. September, da können wir auch nochmal eben richtig anreißen. Es sollen am Wochenende auch nochmal 30 Grad werden tatsächlich. Mir ist jetzt schon schlecht. Ich weiß ja nicht, ich bin kein Hitzefreund. Mögt ihr Hitze? Mögt ihr so eine übertriebene Hitze wie diesen Sommer? Also ernsthaft, mögt ihr das oder... Ist das auch nichts für euch? Würde mich jetzt echt mal interessieren. Ich bin ja eigentlich froh, dass es jetzt so gut wie vorbei ist. Ich hasse diese Baseball-Fotzen. Kann die mal einer schlachten oder so? Ernsthaft? Ganz ehrlich, den Sport will sowieso keiner gucken. Fick dich doch. Das ist...
So. Ist mir egal, ich brauche kein Yoshi. Ich will nur dieses Cape haben. So, nach fast 5 Minuten, nach über 5 Minuten habe ich jetzt auch mal so eine beschissene Feder. Nicht, dass ich fluchen würde. Also ich bin ein Mensch, der eigentlich gar nicht flucht. Da halte ich nichts von. Niemals. So, jetzt müssen wir nur noch hier lebend durchkommen. Das ist ja auch so eine Sache bei mir. So. Und hier mal drüber. Nicht in die Geister fliegen. Und dann müssen wir hier nur noch hochkommen. Ich weiß auch gar nicht, wie man hochkommt. So! Wusste ich nämlich doch, dass mir noch wenigstens noch ein bisschen was im Kopf geblieben ist davon. So! Okay, das waren dann jetzt 5 Minuten eine beschissene Feder holen für 20 Sekunden Geisterschluss. Super, ich bin begeistert. Aber wir haben es ja geschafft und graben uns hier einen Tunnel und eine Brücke und gehen rüber zu den Donut Plains 3. Speichern natürlich, denn wie wir alle wissen, werde ich wieder ziemlich hart failen. Wäre ja was Neues, wenn ich es nicht tun würde. So, ab hier kenne ich das Spiel dann wieder nicht. Ich weiß gar nicht, ob das beim Andy war, bei dem ich das Level vorher mal gesehen hatte, oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall macht euch schon mal drauf gefasst, dass ich wieder ziemlich hart und ziemlich viel failen werde und mindestens genauso viel fluchen werde, wie ich faile. Demnächst gibt es dann auch wieder ein anderes Let's Play, also das heißt demnächst. Erstmal wird das hier wahrscheinlich sowieso das längste Let's Play auf YouTube, weil ich für ein SNES-Game länger brauche als andere für irgendwelche Open-World-Spiele. Aber ist egal. Ich kann's halt, ich hab's halt richtig drauf. Stirb. So. Und wir heizen hier wie die Gaskranken über dieses, ja, was auch immer es ist. Ah, du, was sind das denn für Kackvögel? Wie hässlich sind die denn? Ist das Karies? Ja, liebe Kinder, immer schön drauf achten. Nicht, dass ihr irgendwann mal Karies bekommt, das ist nichts Feines. Sieht auch scheiße aus und bringt euch um. Karies ist nämlich tödlich, habe ich neuerdings erfahren. So, wo kommen wir denn hier hin? In ein Mini-Bonus-Level. Ich bin so blöd, oh Gott! Ach scheiße, ey, diese Hitze tut mir nicht gut. Kann das Wetter mal eine ausmachen? Kann das Wetter mal eine ausmachen? Das war auch eine intelligente... Eine intelligente Aussage jetzt, ne? Ich bin so schlau. Ich bin so klug. K-L-U-K. Kann man die Viecher nie umbringen? Gib mir das. Und hui. Wir sind so unfassbar super. Auch wie es also wirklich. Wie krass super wir einfach sind. Das ist der Wahnsinn. Das ist der helle Wahnsinn. So, und wieder irgendein Burgschloss-Ding. Burgschloss-Ding ist auch echt... Boah, bin ich super auch einfach. Jetzt habe ich hier unten diese Scheißmeldung von meinem Virenscanner gerade die ganze Zeit unten im Bild. Und das Kackding blendet sich natürlich nicht einfach so aus. Warum sollte es auch? Das heißt, ich muss mal kurz aus dem Fenster hier rausklingen, um die Scheiße zu schließen. So, ich hoffe, das war jetzt nicht die ganze Zeit mit eingeblendet. Wäre ja Mist. So, und hüpf. Ja, so macht man das heutzutage. Okay, was macht er? Er schmeißt einen Hammer durch die Gegend. Genau. Bist du Tor oder was? Bam, auf den Sack. Und da auch nochmal. Und da unten auch gleich mit aufgeräumt. Schön. Okay, wie komme ich hier hoch? Muss ich auf ihn springen oder was? Komm her, ich springe auf die Mütze. Okay, so schon mal nicht.
Nun gut, wäre gelacht, wenn wir das nicht auch noch hinkriegen. Eigentlich wäre es gelacht, wenn ich es hinkriege. Boah, als ich...